Ja, hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Aufgebraucht-Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal eine andere Perspektive. Ich bin heute auf dem Sofa, hat ja Gründe zwecks Akku des Laptops und ich würde sagen, wir starten mal. Der Monat Dezember war ganz gut für mich. Ich war ja auch eine Weile zu Hause, konnte die Feiertage genießen und viel verdüfteln und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, den Anfang macht ein Glas von Yankee Candle Warm Desert Wind. Ja, ein Duft, den denke ich, die meisten von euch kennen. Es ist für mich ein frischer Duft, der aber auch eine sehr süße und wohlige Note hat. Da ist Baumwolle mit drin, was das so ein bisschen kuschelig macht, Vanille. Ja, so ein bisschen was Parfümiges. Ich mag den super gerne, habe zum Glück noch zwei Backups, weil der jetzt aus dem Sortiment geht und ja, ein schöner Duft. Dann ein herbstlicher Duft ist leer geworden, nämlich Sun Kissed Thistle. Ja, einer meiner langjährigen Lieblingsdüfte. Das ist ein ganz spezieller Duft, der ist sehr zitrisch, hat einen Nadelanteil und auch einen frischen Apfel dabei. Und manchmal finde ich, hat er so eine Art wie, ja, riecht er wie so ein Männerparfum, ne? Also ich persönlich mag den sehr, sehr gerne. An den Duft kommt man ja sehr schlecht ran, deswegen kann ich da jetzt nur alternativ empfehlen, mal von Goose Creek den Sunrise aus der Men's Collection zu empfehlen. Der ist ähnlich, ne? Ja, ein schöner Duft, hat mir sehr gut gefallen. Dann ist leer geworden. Ja, Herbst-Winterduft, nämlich von Yankee Candle aus der Elevation-Kollektion der Velvet Woods. Ja, ein schönes, schlichtes Label. Vom Duft her, es ist ein stark parfümiger Duft. Ich würde sagen, so wie so eine intensive Variante von A Calm and Quiet Place. Und hier sind auf jeden Fall noch ein paar Hölzer mehr mit dabei und auch rote Beeren. Ja, also ein sehr kuscheliger, parfümiger Duft mit ja, sowas bärigen, holzigen, hat mir gut gefallen, war wie gesagt mega lange intensiv. Dann ist leer geworden von Goose Creek aus der Cookie Swap Collection, der Reindeer Cookie. Und ich finde ja, der riecht schon wie so ein, ja doch, New York Cheesecake, kann man sagen, ne? Wie diese mit Butter zerlassenen Kekse, die als Boden dann gemacht werden. Dann so ein Cheese Cream Frosting obendrauf, so ein Hauch Zitrone. Ich muss gestehen, ich würde wahrscheinlich nur in so einer gemütlichen Jahreszeit düfteln, weil ansonsten ist er mir doch too much, ne? Also der war lange intensiv, keine Frage, sehr üppig, dekadent, deswegen für mich wäre es jetzt nur im Dezember was, Reindeer Cookie. Dann ist leer geworden Winter Wonder, geht leider auch aus dem Sortiment raus. Ein schönes, stimmungsvolles Label und der Duft ist eine Mischung aus Minze, Zitrone und Vanille. Also ein sehr kühler Duft, er hat dennoch was Weiches, aber insgesamt sehr, sehr frisch, sehr kühl, winterlich, passt sehr, sehr gut. Da gibt es einen ähnlichen Duft von Village Candle. Gott, wie hieß der jetzt? Der war letztes Jahr in der Winterkollektion dabei, hat ein weißes Wachs und so eine große Kristallschneeflocke drauf, der ist ähnlich. Also wer den nicht mehr bekommt, kann den anderen mal probieren. Und das letzte Glas soll sein von Village Candle Royal Nutcracker. Auch ein Duft, der ein absolutes Muss ist für die Weihnachtszeit. Es ist ein Lebkuchenduft, aber, also ich stehe ja sonst nicht auf Lebkuchendüfte, er ist sehr ausgewogen und er hat auf jeden Fall auch was Zitrisches drin. Das kennt man ja bestimmt von diesen, wie heißen die, Elisenthaler oder so, wo dann dieses Zitronat-Orangeat drin ist, ne? Und deswegen finde ich den recht ausgewogen und ja, total passend für die Weihnachtszeit. Royal Nutcracker. So, das war's mit meinen Gläsern. Ist doch mal mehr als die letzten 2 Monate. Und wir machen weiter mit, ich würde sagen, den industriellen Wachsen und danach kümmere ich mich dann um die ganzen Handmade-Geschichten. So, ich habe ein paar Clamshells von Cheerful Candle gekauft vor, ich weiß gar nicht, 1,5, 2 Monaten und ja, davon sind jetzt einige leer geworden. Ich habe die Hälfte in Tauschpakete reingegeben und die Hälfte selber verdüftelt und wir fangen an mit Cheerful Rise and Shine. Ja, ein schönes bäuerliches Label und der Duft leider ein Flop. Also für mich riecht das wie, ich weiß nicht, das ist sehr würzig. Da ist so, weiß ich nicht, Kardamom, irgendwas drin, vielleicht ein bisschen Zimt. Und dann riecht das wie so ein aufgewärmter Haferbrei, Schleim oder irgendwie sowas.
Ich fand den nicht so dolle. Zum Glück war der warm, sehr dezent. Also selbst wenn man zwei Stück in die Lampe gegeben hat, kam da nicht viel bei rum. Aber definitiv keine Empfehlung. Und dann hatte ich Moonlit Walk. Ja, schönes Label. Und der Duft. Naja, es ist schon so ein bisschen Oma-Parfüm, würde ich sagen. Da ist bestimmt Neroli oder Jasmin sowas bei. Grün, frisch. Aber ich würde sagen, das ist eher was fürs ältere Semester. Ich fand ihn jetzt nicht grässlich, aber nachkaufen würde ich ihn auch nicht. Schön fand ich hingegen den Vintage Cottage. Ein schönes Label, da würde ich gerne wohnen. Und der Duft, es ist ein süßer, lieblicher, frischer Apfelduft. Er hat aber auch einige florale Komponenten. Und deswegen hat er mir sehr gut gefallen. Es ist eher was fürs Frühjahr, aber den würde ich sogar gegebenenfalls nochmal nachkaufen. Ebenfalls gefallen hatte mir der Butterflies. Jetzt knallt die Sonne hier aber ganz schön. Ja, das war ein Duft, da war ich überrascht. Der geht so in die Richtung wie das Parfüm J'adore, was ich sehr mag. Der hier ist vielleicht ein Ticken grüner, aber die gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Es ist was Frisches, was Liebliches und sommerlich, frühlingshaft, frisch, gefällt mir gut. Und dann hatte ich Amber Waves of Grain. Das war so ein Getreidelabel. Der Duft war nicht so wirklich was für mich. Ich finde, das riecht nach Patchouli, nach Friedhof. Ein bisschen männlich, aber das war nichts für mich. Also, ich hatte den im Schlafzimmer an und meinen Pullover auf dem Bett liegen und der Pullover roch dann nach dem Duft. Und ich dachte, also, ich hatte den Pullover heute erst an und dachte mir, oh, was ist denn das? Also, den habe ich klein in die Wäsche. Pfui. So, dann habe ich hier Apple Butter. Das war nochmal ein Duft, der passend für die Weihnachtszeit war. Ein sehr buttriger, vanilliger Apfelduft. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Gewürz war völlig in Ordnung. So, und der letzte von Cheerful soll sein Aspen Berry. Schönes winterliches Label. Und der Duft hat auch viele winterliche Komponenten. Es riecht so ein bisschen waldig, nach Zeder, vielleicht so sehr rauchig, holzig. Ein bisschen beerig und. Ja, wie gesagt, ich finde so zum Großteil rauchig, dann kommt noch so ein bisschen Zimt und Nelke vielleicht dazu. Ja, war okay, weil er war auch nicht so intensiv, muss ich sagen. Und dann hatte ich von Goose Creek den Sugar Cookie Dough. Das war dieser Plätzchenduft. Süß, zuckrig, vanillig, teigig, also sehr solide, war okay. Dann hatte ich ein Wax-Smell von Red Apple Reef und ich muss sagen, ich war ganz angetan, weil den Duft finde ich an sich schön, aber ich hatte den schon mal im Glas, als auch Votive Wachsmelts und ich fand die alle sehr schwach. Und deswegen dachte ich mir, jetzt probierst du mal dieses neue Wachsmelt und das war tatsächlich sehr intensiv. Es ist ein schöner Apfelduft mit einer nussigen Komponente, schön gewürzend, sehr harmonisch, hat mir gut gefallen. Dann hatte ich von Goose Creek. Ob man das irgendwie sieht. Naja, Pure White Sands. Das war ein parfümiger Duft. Floral und hatte auf jeden Fall so einen Bergamotteneinschlag. War frisch, war ganz angenehm. Dann hatte ich noch Arctic Pine. Das war so ein Nadelbaumduft. Ja, tannig, leicht holzig, so ein bisschen eukalyptisch. War ganz gut, hat mir gut gefallen. Und dann hatte ich von Yankee Candle den Cinnamon, Bark und Kumin aus der Elevation-Reihe. Das war kalt, eine Zimtbombe und warm hat der erst so nach 2 Stunden nach Zimt gerochen. Der hat vorher nur nach Vanille irgendwie geschnuppert. War okay. So, jetzt kommen wir zu Yankee Candle Düften, die ich euch eigentlich erst in einem Video vorstellen wollte, und zwar aus der Sommerkollektion. Aber da hatte ja damals mein PC rumgesponnen, deswegen habe ich das Video kürzer gefasst und euch nur die Frühjahrsdüfte gezeigt. Und jetzt zeige ich euch halt mal angeschnuppert, wie die Sommerdüfte waren. Da haben wir Cliffside Sunrise. Und das war so ein, ich würde sagen, ein gezuckerter, süßer Erdbeer-Pfirsichduft.
Ja, der sehr lieblich war und auch was Parfümiges hatte. Hatte mir ganz gut gefallen. Und dann hatte ich hier Exotic Acai Bowl. Das war so ein Duft. Ich glaube, da das wäre was für so DM-Mädels, ne? Also alle, die sich so schön hier mit so Duschgel und sowas, was so Tutti riecht. Ja, es ist ein Kokosduft, sehr parfümig, cremig. Ich glaube, für mich ist es auf Dauer nichts, weil der war sehr intensiv und das ist vielleicht so ein Kopfschmerzkandidat. Dann hatte ich hier Tropical Starfruit. Das war ein tropischer Duft, so ein bisschen herbstsäuerlich. Erinnert mich so ein bisschen an Hello Apricot von der Dani von der Wachsmacherei. War ganz gut. Dann hatte ich den Coconut Rice Cream. Da bin ich mir auch noch nicht so schlüssig. Eigentlich hat er eine schöne, frische, wässrige Note und eine Kokosnuss. Und dann kommt da aber dieser gedämpfte Reis dazu, der mir manchmal so ein bisschen die Luft zum Atmen nimmt. Deswegen bin ich mir noch nicht schlüssig. Ich habe ja ein Glas davon, ob ich das noch vertausche oder verkaufe oder was auch immer. Und dann hatte ich hier Moonlit Cove. Das war ein männlicher, maskuliner Duft. Ein bisschen holzig. Ja, und so ein bisschen mystisch auch, würde ich sagen. Ich fand ihn ganz angenehm. Und zu guter Letzt den Bora Bora Schorst. Ja, wäre diese Schokonote nicht. Ich nehme da eine Schokonote wahr. Ansonsten ist er sehr frisch, süß, lieblich, parfümig. Das hätte mir 1A gefallen, aber ich nehme da immer so eine Schokonote wahr. Deswegen habe ich den wieder vertauscht. So, das war's mit industriellen Nutzen. Jetzt kommen wir zu Bears Wax Bakery. Und da habe ich Mango Raspberry Biscuit, Raspberry Coconut Cream Pie und Marshmallow Bomb. So sah das Ganze aus. Ein Clamshell von ja, Himbeer und Mango war sehr gut zusammen. Es hatte diesen Teigcharakter, es war süß, aber es hätte eine Spur intensiver sein können. Und dann hatte ich Vanilla Smoothie und Warm Mug of Coffee. Ein Duft, den ich sehr mag, was ungewöhnlich ist, weil Kaffeedüfte sind sonst nicht meins. Aber der hat eine schöne Orangennote mit dabei, was ich halt mal so außergewöhnlich finde. Und deswegen in Verbindung noch mit dem Vanilla Smoothie war der sehr, sehr lecker. So, dann habe ich hier Lavendelmilch und A Thousand Wishes. Das war ein sehr parfümiger Duft. Sehr kuschelig, süß, lieblich. Und dazu halt so ein Hauch Lavendel. Hatte mir gut gefallen. Dann hatte ich April Fresh und Pink Sugar. Ja. Das war auch eine tolle Kombi. Sehr frisch, ein Wäscheduft, der eine schöne Süße hatte und ja, mir sehr gut gefallen hat. Würde ich immer wieder nehmen. So Magical, großer Favorit von der Bär. Also, das ist mit einer meiner liebsten Düfte. Ja, auch sehr parfümig, sehr kuschelig, lieblich. Ich finde, das ist so ein Duft. Ja, ich könnte mich da reinlegen. Das ist auf jeden Fall was für kuschelige Tage zu Hause. So, weiter geht's mit Kuschelzeit. Ah, die Sonne blendet. Ich glaube, das ist hier sinnlos. Ja, das ist für mich so ein Vanille-Parfümduft. Der geht so in eine Richtung wie 8x4 oder irgendwie sowas. Oder Impuls von früher. Aber hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich Strawberry Cashmere. Ja, ein sehr fruchtiger Duft. Ich finde, die Kaschmirnote ist sehr dezent. Und es riecht nicht nur nach Erdbeer, sondern für mich auch so ein bisschen nach Pfirsich oder sowas. Ja, mochte ich sehr gerne. War auch sehr intensiv. Dann habe ich hier nochmal Solo Warm Mug of Coffee. Das ist, wie gesagt, der Kaffeeduft ohne Vanillezusatz. Dafür aber mit dieser tollen Orangennote. Und gefällt mir auch Solo sehr gut. Dann habe ich hier Ferocious Heart. Das ist ein Männerparfümduft, den ich sehr, sehr gern mag. Ich finde ihn sehr edel, luxuriös, vielleicht auch so ein bisschen geheimnisvoll und er hat eine ganz leichte frische Note. Hat mir sehr gut gefallen. Vermont Honey Apple. Das ist ein ganz toller, lieblicher Apfelduft, der mir super gut gefällt. Er könnte allerdings ein Ticken intensiver sein. Mal kurz hier.
Dann hatte ich Pier Spice. Ja, hier erkennt man gar nichts mehr. Das war ein, sollte ein Apfel-Gewürzduft, Quatsch, ein Birnengewürzduft sein. Die Birne hätte ich als solche nicht erkannt. Ich fand, der war sehr, sehr frisch. Also es war ein frisches Obst, was ich einfach nicht erkannt hätte. Also Gewürze habe ich da jetzt im warmen Zustand nicht gerochen. Es war einfach nur ein frischer, obstiger Duft, würde ich sagen. Dann All Day in PJ. Das war aus der Weihnachtsbox. Ein sehr parfümiger, kuscheliger Duft, sehr angenehm, sehr intensiv. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann hatte ich White Sage and Citrus. Ja, das war so ein doch recht holziger männlicher Duft mit einem leicht zitrischen Einschlag. War okay. Und dann hatte ich Trick or Treat in Salem. Ja, das ist ein Schokoladenduft. Das ist ja schon mal eigentlich nicht ganz so meins. Es war auf jeden Fall abgerundet durch Vanille und Karamell. War okay, aber auch nicht mein Favorit. Und dann hatte ich von Bea den Kaddel. Das war ein Wäscheduft, der überraschend frisch war, wenn ich mich recht erinnere. Ja, war sehr angenehm, sehr frisch. Dann hatte ich aus der Weihnachtsbox das Schneehäschen. Auch ein ganz toller Duft. Ganz lieblich, kuschelig, parfümig, süß. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann hatte ich noch Christmas Evergreen. Ja, das war so ein klassischer Tannennadelduft. Sehr authentisch, holzig, grün, harzig. Hat mir gut gefallen. Und der letzte von der Bea ist Fresh Bamboo. Ja, das war so ein grasig grüner Duft. Den hatte ich, weiß ich, noch in der Küche an nach dem Kochen. Da hat er seine Dienste geleistet. War gut. Und das war's von der Bea. Prost. So, jetzt geht's weiter. Mit erstmal Beas, Quatsch, Dani von der Wachsmacherei. Da hatte ich eine Custom Bag. Mangolicious, Vanillepudding und Pink Sugar. Ja, der war lecker. Also diese Mangonote mochte ich sehr gerne. Pink Sugar hat es nochmal schön gesüßt und der Vanillepudding nochmal aufgelockert. Sehr lecker, also hat mir mega gut gefallen. Würde ich wieder nehmen. Und dann hatte ich Hello Apricot Vanillepudding und Candy Floss. Da ist es so, dass der Hello Apricot doch recht dominant war. Ich hätte es mir ein bisschen weicher noch vorgestellt durch den Vanillepudding und auch süßer. Aber Hello Apricot hat hier herausgestochen. Und dann hatte ich Kaschmir in Snowflakes und Nordic Balsam. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich Kaschmir und Snowflakes als sehr intensiv kenne und hier aber der Nordic Balsam im Vordergrund war und der andere Duft das nur so ein bisschen abgemildert hat. Aber dennoch ein sehr schöner, weicher Duft, schön für die kalte Jahreszeit, hatte mir gut gefallen. Pink Coconut Calypso, ein toller Duft, der hoffentlich mal im Frühjahr oder Sommer bei der Dani wieder zu haben ist. Ein Kokosduft, der süß ist, floral ist, frisch. Also den fand ich ganz toll. Der hat ein bisschen was Parfümiges. Große Empfehlung. Und dann hatte ich das Lavendeleis von der Wachsmacherei. Ach, man erkennt es eben nicht doch so halb. Ja, ein sehr sahniger, üppiger Duft. Die Lavendelnote ist wahrnehmbar, aber nicht so dominant. Und das Ganze ist sehr cremig, sahnig, wie gesagt, dekadent. Hat mir gut gefallen. Dann hatte ich, das war in einem Tauschpaket, Mangolicious, Vanilla, Poundcake und Strawberry Sirup. Da muss ich sagen, hatte mir meine Mischung besser gefallen, weil ich hier diesen Poundcake und auch ja, die Erdbeernote nicht ganz so mag, würde ich sagen. Also er war dennoch angenehm lecker, aber meine Mixtur fand ich schöner. Dann habe ich hier Babypowder gehabt, ein Clamshell. Das war noch das alte Öl. Mittlerweile gibt es auch ein neues. Ich mag das alte lieber, das finde ich irgendwie angenehmer, nicht so streng. Ist aber Geschmackssache. Hat mir gut gefallen, habe ich viel zum Blenden genommen.
Dann hatte ich Sunshine Poppies, das war ein floraler Duft. Ja, sehr floral, sehr frisch, sommerlich, frühlingshaft. Hat schon fast so auch so ein Ticken was Aquatisches. Als ob das so Blumen sind, also Poppies sind ist ja Mohnblumen, vielleicht die an so in der Nähe von einem Bach waren. Hat mir gut gefallen. Dann, das war fast schon mit meinem Highlight, nämlich hatte mir die Dania hier was zusammengerührt, was ich mir gewünscht hatte. Orangen-Marzipan. Ein absolut genialer Duft. Vielleicht bringst du den nächstes Jahr zum Winter-Restock oder wie auch immer. Also, da war Orange und Marzipan im gleichen Verhältnis. Und es riecht einfach nur lecker. Also, ich könnte mich da reinlegen. Ganz klasse Duft, den hast du wirklich toll gemacht, Dani. Und dann hatte ich Apple Fritter und Cream Cheese Frosting. Das war ein Duft, den habe ich bewusst für die Winterzeit gemixt, weil Apple Fritter ist ein Duft von so frittierten Donuts mit ein bisschen Apfel und Cream Cheese Frosting noch dazu. Zimt ist mit dabei, also es war optimal für den Winter, hat mir gut gefallen. Dann hatte ich Milk and Chamomile Tea. Da muss ich sagen, der war mir zu dumpf. Da ist eine Note drin, ich weiß nicht, ob es die Kamille ist oder ob da auch Honig mit bei ist. Das ist mir ein bisschen, nimmt mir so ein bisschen die Luft. Dann hatte ich Lavender Marshmallow, Lemon Curd und Let Them Eat Cake. Das war schon ein leckerer Duft, aber diese Lemon Curd ist so dominant. Ja, also ich würde Lemon Curd wahrscheinlich nicht nochmal dazu nehmen, wenn mir das zu viel ist, aber es war schon ein leckerer Duft. Und dann hatte ich Southern Sunshine und Whipped Cream. Das war so ein Duft auch aus Pfirsich und Aprikose. Und dazu aber geschlagene Sahne, war auch sehr lecker. Dann hatte ich Pink Sweater. Das war ein Wäscheduft, der mit so einem Hauch Zitrone war, aber auch angesüßt oder versüßt. Hatte mir gut gefallen. Dann hatte ich das kunterbunte Blubberbad. Ja, ein total schöner, fruchtiger, weicher Duft. Sehr fröhlich, mag ich immer wieder gern. Und die Dani hat mir da zum Geburtstag eine Freude gemacht und davon so ein Loaf geschenkt. Also so ein, ja, in so einer, ich sag jetzt mal Kastenform und oben aber total schön dekoriert mit so Meerjungfrauenflossen und Blüten. Es war wirklich ganz lieb. Also vielen Dank nochmal. So, weiter geht's mit Rosenquarz. Das war ein schöner, weicher, zitrischer Duft, würde ich sagen. Ganz dezent, wie gesagt, sehr weich, sehr angenehm. Und dann hatte ich die American Cream. Das ist ja so ein Lush-Dupe, also ein für mich floral cremiger Duft, so Bodylotion-mäßig. War auch angenehm. Und dann hatte ich von der Dani das Nusseis. Da muss ich sagen, also das ist ein Eis gewesen sein soll, hätte ich jetzt definitiv nicht erkannt. Das Nussige war da, aber Eis, naja. Dann hatte ich Rhabarber-Vanillepudding. Das war auch ein sehr angenehmer Duft. Ein leckerer Rhabarberduft mit schönen Vanille. Hat mir gut gefallen. Und dann hatte ich Salty Driftwood. Das war nicht ganz so meins, muss ich sagen. Also, das war mir so derbe salzig, also wirklich, als ob das Holz da schon Ewigkeiten an der Salzküste da gelegen hat, das war mir nichts. White Clouds and Nordic Balsam. Ja, das war ein schöner, frischer Duft. White Clouds ist ja so ein, ja, wie Wäscheduft, sehr hell, sehr fluffig. Und Nordic Balsam hat diese schöne balsamische Komponente, war sehr schön. Und dann hatte ich Cotton Candy Nummer 2 und Brausebonbons und Pink Sugar. Der war mir leider zu künstlich. Ja, da ist irgend so eine Fruchtnote bei, die mir nicht so zugesagt hat. Und dann hatte ich Snow Blizzard. Das war ein passender Winterduft, aber der hat mir auch nicht so zugesagt, weil da ist eine Holznote bei gewesen, die ich nicht so mochte. Da ist bestimmt Eukalyptus und Minze drin und irgendwas Holziges, was nicht ganz so meinen Anklang gefunden hat. Life is Beautiful. Das war ein parfümiger Duft. Wie so eine intensivere Geschichte von A Calm and Quiet Place. Und auf jeden Fall Bergamotte war da drin. Der hatte was sehr Spritziges, hat mir aber gut gefallen.
Cotton Candy Nummer 2, das war auch in einem Tauschpaket. Ja, ich glaube, ich mag den normalen Cotton Candy lieber, aber der war auch okay. Zum Blenden ganz gut geeignet. Roses and Out, den mochte ich sehr. Das ist so ein holziger Rosenduft, der so ein bisschen schwerer ist. Ein bisschen vielleicht auch maskuliner. Edler, hat mir gut gefallen. Auch sehr intensiv. Red Velvet Smoothie, das war noch vom letzten Winter Restock. Das war so ein Red Velvet, ist ja so ein Kakaokuchen, sage ich jetzt einfach mal. Abgemildert mit so einem Vanillesmoothie, fand ich okay. Und zu guter Letzt Delicious Apple, auch ein Duft, den ich sehr gerne mag. Das ist im Prinzip ein Dupe zu dem Parfum DKNY. Sehr frisch, apfelig, sommerlich, frühlingshaft. Der gefällt mir gut. So, das war es jetzt mit der Wachsmacherei. Und jetzt habe ich nur noch eine kleine Box mit Düften, Duftlovers, Liebe zum Handmade, und wir schauen mal rein. Hier hatte ich von Wohlfühlmomente Walnut Biscotti. Und der war ganz passend für die Jahreszeit. Nussig, teigig, so ein bisschen würzig, hat mir gefallen. Dann hatte ich hier Toffee Crunch Cookie von Wohlfühlmomente. Und ich muss sagen, fand ich gut. Diese Toffee-Note war tatsächlich sehr authentisch, ohne Magie, total lecker einfach. Also, hatte mir gut gefallen. Baby Powder von Liebe zum Handmade, der war sehr streng, muss ich sagen. Also sehr intensiv nach Baby Powder. Ich mag ihn ein bisschen zarter, würde ich sagen. Dann hatte ich von Liebe zum Handmade Egyptian Amber. Und das war für mich, also... der war sehr madammig, wie so eine ältere Frau, so hallo, hier bin ich und mich gibt's noch, und sehr aufdringlich, penetrant, hat mir nicht so zugesagt. Dann hatte ich dafür aber einen Duft, den ich sehr mochte, und zwar ist das der Soft, und das ging in so eine Nivea-Schiene, das hat mir gefallen, ja, da fühle ich mich wohl. Dann hatte ich nochmal von Wohlfühlmomente Amaretto Sweet Bakery Dough. Und da muss ich sagen, kalt war der super. Amaretto top. Aber warm habe ich leider nur noch diesen Teig gerochen. War zwar okay, aber ich hätte mich über das Amaretto auch gefreut. Liebe zum Handmade hatte ich hier Pfefferkorn Shea. Auch ein schöner Duft. Frisch, floral, pudrig, cremig. Vielleicht ein Hauch was Fruchtiges, Süßes. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich noch Liebe zum Handmade White Cotton Lavender. Ja, man riecht den Lavendel. Man riecht was Frisches, Kuscheliges. Hatte mir gut gefallen. Ähnlich war der Kaschmir Lavendel. Ja, da riecht man ebenfalls den Lavendel. Und auch wieder was Kuscheliges, Gemütliches. Ja, deswegen, die waren beide gut. Und dann hatte ich von Duftlovers White Cashmere. Der war ein bisschen maskuliner. Vielleicht holzig, auch kaschmirmäßig, aber sehr dezent. Also da habe ich, glaube ich, fast drei Ecken in die Lampe geschmissen, damit ich was gerochen habe. Ja. Und dann hatte ich Night Queen. Das war ein fruchtiger, frischer Duft, ein bisschen süß, der hatte mir gut gefallen. Ja, eigentlich sehr fröhlich, also ich weiß jetzt nicht, was er mit Night Queen zu tun hat, aber an sich ein schöner Duft. Dann hatte ich Baby Blue. Das war ein schöner Baby Powder Duft mit vielleicht so ein bisschen Lenore gemixt, hatte mir gut gefallen. So, und jetzt kommen noch drei von Duftkonfetti. Das ist die Easy, die ist ganz neu in der Gießerbranche, sage ich jetzt mal. Und zwar hatte ich da das Blubberbad. Das war ein sehr angenehmer, intensiver Wäscheduft. Ja, so würde ich das einfach sagen. Ein schöner Wäscheduft. Und dann hatte ich Mr. Valentine. Ja, man sieht es leider nicht. Doch, jetzt so irgendwie.
Das war ein ja, sehr angenehmer Männerduft, also hat mir gut gefallen. Allerdings war der sehr dezent, muss ich sagen, leider. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der hat auch so ein bisschen was Edles gehabt, sehr gut. Und der letzte ist Coco and Cashmere. Und da muss ich sagen, ist der Name Programm. Ich kenne viele Coco and Cashmere Düfte, die sehr kuschelig sind. Und der hier war tatsächlich mehr kakaolastiger. Was mir persönlich nicht so zusagt, ich bin nicht so der Kakao-Schoko-Freund, aber da ist der Name Programm, wie gesagt. So, wir haben es geschafft. Das war jetzt mal wieder ein Ritt. Also, diesen Monat ist einiges leer geworden. Mal gucken, was der Januar hergibt. Wenn ich da 4 Wochen zu Hause bleiben muss, dann mit Sicherheit einiges. Insofern wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.